Hallo und herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde. Ich bin der Zap. Ja, machen wir weiter mit unserem Let's Play Skyrim im Jahr 2015. Wir kommen gerade aus der Dwemer-Festung. Da war der Ausgang. Und zwar haben wir die Schriftrolle der Alten in unserem Besitz gebracht. Yeah, wir haben sie. Und, naja, schnell laufen kann ich im Moment nicht, weil ich einfach zu viel trage. Und jetzt werde ich erstmal der Erinil ein bisschen was in die Hand drücken. Ich guck mal, was sie so gebrauchen kann. Was packen wir ihr denn in die Hand? Hier diese Zahnräder, ja, die kann sie ja, die kann sie mal nehmen. Und zwar alle. So, und schwupp, kann ich wieder laufen, so Irene. Wir brechen auf? Ja, gleich. Du müsstest bitte eben was für mich tun. Na schön. Was denn? Und zwar... Was braucht ihr? Ja, nehmen wir das hier. Gut, verstanden. So. Gut, und jetzt können wir... Braucht ihr mich noch? Ja, natürlich brauche ich dich noch. Seid ihr bereit aufzubrechen? Ja, bin ich. Folge mir mal. Und dann gehen wir jetzt los. So, kommst du? Ja, du kommst. Das ist. Wir werden aber jetzt nicht laufen, sondern wir werden natürlich schnell reisen. Und zwar erstmal nach Hause. So, ja, zu Riverside Lodge reisen. Camille habe ich auch irgendwo verloren. Ich habe keine Ahnung, wo die sich rumtreibt. Auf einmal war sie weg. Aber vielleicht finden wir sie irgendwann mal wieder. Jetzt werden wir erstmal ein paar Dinge jetzt hier abladen. Dann werden wir ein paar Dinge verkaufen. Und dann schauen wir mal weiter. So, es regnet wieder. Natürlich, wenn ich zu Hause bin, da regnet. Hey, Camille, was machst du denn hier? Hallo, bewachst du hier die Tür? Und wer bist du? Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Ah, ein Brief vom Jarl. Auf dem Weg nach oben, wie? Das war's dann wohl. Ich muss los. Ein Brief vom Jarl hinzugefügt. Das ist ja toll. Dann gucken wir mal, was wir denn so haben. Nee. Viel zu viel Kram hier. Brief vom Jarl. Okay. Okay, lesen wir mal. Vielleicht ist das ja das. Sprich mit dem Jarl vom Falkenring. Okay, ich lese euch das jetzt nicht alles vor. Das könnt ihr selber mal lesen. Einmal eben auf die Pause drücken. Habe ich noch eine zweite Seite? Ja. Okay. Der Jarl vom Falkenring also. Sehr schön. Okay, gut. Dann gehen wir aber jetzt mal eben erstmal rein. Dann gehen wir jetzt mal eben rein und werden mal ein paar Dinge los. Mal gucken, was wir so loswerden können. So, dann gucken wir mal, was wir hier so loswerden können. Was können wir denn hier loswerden? Ich guck mal eben ins Inventar, was wir denn so alles haben. Boah, das können wir alles verkaufen, das können wir alles verkaufen. Und Seelensteine und Rubine und was wir alles hier haben. Silbererz, das können wir doch einschmelzen, oder? Silbererz kann man einschmelzen. Zwergischer Metallbarren. Aha. Was ist denn? Können wir denn andere Sachen auch noch einschmelzen? Ich gucke mal. Pass auf. Wir machen mal Folgendes. Siri, schmeiß doch mal hier diesen Ofen an.
Erschaffen. Schmelzhütte. Wähle den Gegenstand zum Herstellen aus. Zwergischer Metallbarren davon. Ich erschaffe mal. 3 Stück könnte ich erschaffen. Verborgenes Stück Dwemer-Metall. Ja, herstellen. Okay, jetzt habe ich das erschaffen. So, habe ich jetzt denn 2 dieser Metallbarren? Ja, ich habe sogar 4. Okay. Gut. Dann machen wir mal Folgendes. Wir schmeißen die mal hier in die Kiste. So. Und zwar Ciri in die Kiste diese Metallbarren. Ups. Nicht da. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden, wahrscheinlich. Aber jetzt kann ich da nichts. Aus der Kiste raus, zwergische Metallbarren 4. Da liegen also 4 drin. Und in die Kiste rein. Na komm schon. Keine. So richtig kapiert habe ich das noch nicht, ehrlich gesagt. So, was habe ich denn hier oben in dieser Crafting-Kiste? So, da habe ich auch Klamotten drin. Kann die Ciri da was reinlegen? Ich schaue mal. Nö. Also so richtig verstanden habe ich das nicht. Muss ich ja auch nicht. So, jetzt gucke ich nochmal, was sie in ihrem Inventar hat. So, also das ist jetzt das Inventar von Ciri. Jetzt hat sie wieder keine zwergischen Metallbarren dabei. Also so richtig verstehe ich das nicht. Egal, halten wir uns nicht lange damit auf. Ich muss auch nicht alles verstehen. So, pass auf. Was können wir denn hier in unsere Juwelenbox reintun? So, Juwelen. Was haben wir denn an Juwelen da drin? Nicht viel. So, was haben wir denn hier? Die Frage ist... Ein Amethyst. Legen wir mal 5 Amethysten da rein. So, sind die jetzt da drin? Juwelen. Ja, aha. So, Ciri in die Box oder die Box. Da sind jetzt 14 Amethysten drin. Die liegen in der Box gerade. Die liegen in der Box. Okay. So. Was geht denn noch? Habe ich denn noch ein bisschen Geld, was ich da reinlegen kann? Habe ich? Ich habe... Ich lege da jetzt 4000 rein. Jetzt habe ich noch 320. So, pass auf. Ja, okay. In der Box liegen jetzt 4062 und die Ciri hat noch 320. Okay, das ist richtig. Also, gut. Was legen wir noch da rein? Gucken wir mal. Seelensteine legen wir da noch rein. Das ist immer gut. Das ist immer gut. Seelensteine, Seelensteinfragmente. Nee, das können wir verkaufen. Gewöhnliche Seelensteine. Mächtiger Seelenstein, 2 Stück. Die Fragmente verkaufen wir. Winzige Seelensteine. Okay. Das verkaufen wir gleich.
Okay, dann haben wir die Box, haben wir schon mal. Hi, Lydia. Schön, dich zu sehen. So, pass auf. Da machen wir jetzt Folgendes. Wir reisen jetzt in die Stadt. Und verkaufen da was. Ja, das könnten wir ja machen. Wenn das mal hier fertig lädt. Dass es immer so lange dauert. Na komm. Jawohl. Ach, unser Kurier rennt da auch noch rum. Oder? Nein, tut mir leid. Nichts. Ja, ist nur noch in Ordnung. Nein, tut mir leid. So, wir gucken mal, ob wir die irgendwann mal neue Kleider besorgen. Ja, du sollst nicht mehr auf die Pelle rücken. Beschwer dich dann nicht. Nein, tut mir leid. Ob wir mal neue Kleider für dich haben. Pass auf. Wo fahren wir denn mal hin einkaufen? Flusswald? War das gut zum Einkaufen? Ich glaube, Weißlauf war besser, oder? Gehen wir mal in Weißlauf einkaufen. Oder alles verkaufen. Je nachdem. Mal gucken. Mal schauen. So, dieses ganze Dwemer-Metall und so weiter. Ich habe das nicht so ganz verstanden, wie das mit der Schmelzerei da und wo der Barren dann... Also es war ein Barren da. Der ist eingeschmolzen worden, definitiv. Aber wo ist er denn hin? Ich verstehe das alles nicht. Und warum das hier so regnet, verstehe ich auch nicht. So. Ist das hier zu? Nö, ist auf. Ist auf. So, Berthold. Ich arbeite für Beletor im Gebäude. Kann man nicht einmal seine Ruhe haben? Verschwindet! Warum? Ich will was kaufen. Ich sage es euch zum letzten Mal. Haut ab! Ihr habt... Wachen! Ein Eindringling! Wieso Eindringling? Ich hau ab. Bis hierher und nicht weiter. Ah, ich wollte nur was verkaufen. Ja, ich muss aber auch nicht. Ich kann auch wieder gehen. Ja. So. Ach so, die Wachen verfolgen mich gerade. Ihr habt Verbrechen gegen Himmelsrand und seine Einwohner begangen. Habt ihr etwas zu eurer Verteidigung zu sagen? Ja, ich wollte nur einkaufen gehen. Ja? Oh, vergebt mir, Tane. Ich hatte euch nicht erkannt. Wir tun so, als hätten wir nichts gesehen. Aber selbst der Einfluss des Jarl hat seine Grenzen. Passt nächstes Mal etwas besser auf. Das mache ich. So, und jetzt lasst mich bitte in Ruhe. So, was haben wir denn hier? So, 5 Stunden weiter, 4 Stunden weiter. Das ist natürlich dunkel. So, und jetzt... Haben die jetzt noch auf? Ich habe hier einige gute jetzt Stücke, haben die nicht mehr auf. Dann warten wir bis morgen. Also, dann warten wir jetzt bis morgen. 8 Stunden weiter. Immer noch. Finger weg. Ja, ich fasse nichts an. Das stecken wir wieder weg, Siri. Ich glaube, das ist besser. Sonst haben wir gleich wieder Ärger. So. 8 Uhr, 9, 10, 11. Irgendwann müssen die doch da sein. So. Haben wir heute Sonntag? Drachen haben über euch gesprochen und behauptet, dass ihr ein Drachenblut seid. Ja, das kann schon gut sein. Lasst es mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Beletor, endlich bist du da. Alles steht zum Verkauf. Gut. Oh, etwas hiervon, etwas davon. Gut, pass auf. Ich habe einiges. Ja? Ich habe einiges. Und zwar möchte ich dir was verkaufen. Erstmal hier diesen Einballermehrungswerkzeugkram. Ja, den
kann ich ja nicht gebrauchen. Hier eine Flöte. Weiß ich nicht. Brauche ich eine Flöte? Ich behalte die mal. Die Holzschale. Das brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Papierrollen behalte ich mal. Schreibfeder reicht mir eine. Hier ist Fragment, das kannst du haben. Das kannst du auch haben. Das brauche ich, glaube ich, nicht. So, Dietriche brauche ich recht viel. So, was haben wir hier? Da möchte ich die entzaubern können. Die verschlissene Hose, die kannst du haben, Billitor. So, ich muss immer noch mal Pfeil und Bogen lernen. Deshalb behalte ich das mal, aber jetzt nicht so viele. Ja, der ist ja in Ordnung. Schaden 8. Der Jagdbogen schmeißen wir weg. So, alte Nordpfeile. Schaden 10, können wir auch nicht gebrauchen. Eisenpfeile, Schaden 8. Ja, aber so viele Pfeile habe ich nur auch wieder nicht. Ja, also behalten wir die mal. So, bitte kommt natürlich. Wieder. Jetzt zu dir, Erenil. Wir brechen auf. Nein, ihr müsst was für mich tun. Was denn? Was braucht ihr? Ich würde euch sogar einen eurer Verwandten abkaufen, wenn ihr ihn verkaufen wolltet. Das ist toll. Nur ein kleiner Billitor. Ja, natürlich. Nur ein kleiner Scherz. Seid ihr bereit aufzubrechen? So, ich möchte gerne was mit euch tauschen. Okay. Ja, okay. Ich möchte gerne was mit euch tauschen. Was soll ich nehmen? So, Erenil zu Ciri. Pass auf. Hier das alte Dwemer-Metall, ja? Und das und das und das und das und das und das. Das kannst du mir jetzt alles geben. Alle. Gib mir mal alle. Alles Gold, was du hast, das kannst du mir alles geben. Du kannst mir das alles geben. So. Dann habe ich das schon mal. Hast du auch ein Buch? Das sind deine Bücher, die möchte ich dir nicht wegnehmen. Das sind deine Zaubertränke. Hier hast du noch einiges. Pass auf. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das hätte ich gerne. Das behältst du. Das hätte ich gerne. Das behältst du. Das kann ich alles nehmen. Den Helm, den kannst du mir auch geben, der sieht scheiße aus bei dir. Und die Stiefel auch. Du hast immer noch einen Helm auf. Was soll ich nehmen? So, guck, gib mir noch mal deinen Helm bitte eben. Hier den, der sieht scheiße aus. So siehst du besser aus. Und den Rest mit deiner Klamotte, da kümmern wir uns später drum. Ja? So. Ich warte dann. Ja, hier. Ist eine gute Sache. Lasst mich einfach wissen, was ihr ja. Braucht. Ich stehe ganz zu eurer Verfügung. Gut, Billitor. Willkommen in Billitors Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gut, pass auf, jetzt kriegst du erstmal solche Sachen. Diesen schönen Becher. Nee, das ist ja deiner. Dieses schöne Metallding. Und das und das und das. Das kriegst du auch. Das kriegst du auch alles. So. Das bekommst du, das bekommst du. Das bekommst du, das bekommst du. So, okay. Bücher lasse ich bei mir zu Hause. Ja, die bekommst du nicht. Denk daran, ich tue alles, um euch die besten Geschäfte zu bieten. Gut, da denke ich dann später nochmal dran.
Jetzt gehen wir erstmal zu... Wo gehen wir denn jetzt mal hin? Jetzt gehen wir erstmal zu Arcadia. Hier findet eigentlich jeder etwas. Ja. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Gut. Was benötigt ihr, mein Freund? Ich hätte gerne was. Dann seid ihr also ein Alchemist. Ja, nicht ganz. Aber ich habe vielleicht ein bisschen was für euch. So, pass auf. Ein Altowein. Und das hätte ich gerne behalten. Bier hätte ich auch gerne behalten. Hier diesen komischen Spatenschwanz. Der braucht doch keiner. Distelzweige könnte auch alle haben. Drachenbaum. Die Eier. Und den Käse behalte ich. Das ist gut. Eisgeist-Szene darfst du auch haben. Das darfst du haben. Elfenohr, Falkenfedern behalte ich mal. Die Ohren darfst du alle haben. Frostsalze darfst du haben. Den Glühstaub darfst du haben. Hängemoos. Ach komm, Hängemoos ist auch toll für dich. Ja, die Trauben behalte ich. Was ist das denn hier? Eine Kriechranke. Lachs behalte ich. Lavendel darfst du haben. Das darfst du haben. Mehlsack. Komm. Nimm alle Mehlsäcke. Werd glücklich damit. So. Das darfst du auch haben. Das auch. Die auch. Die auch. Die auch. Den Apfel behalte ich. Frostsalze darfst du wieder haben. Das darfst du auch haben. Schneebeeren und Pilze. Boah, was ich alles für ein Kram hab. Spinneneier. Tomaten behalte ich. Die darfst du. Vampirstaub. Die Blümchen darfst du auch alle haben. Kaufe ich mir alles, wenn ich was brauche. Kaufe ich mir alles, wenn ich was brauche. So. Jetzt guck mal, was du noch so für mich hast. Dann gucken wir mal, was du noch für mich hast. Trank der Gesundheit, das finde ich gut. Den will ich haben. So, Zaubertrank der Heilung will ich auch haben. Der kleinen Heilung auch. Alle. So, und jetzt habe ich mein Geld schon wieder investiert. Wenn ihr ein Heilmittel braucht, könnt ihr jederzeit wiederkommen. Okay, gut. So, jetzt habe ich mein Geld wieder sinnvoll investiert. Dann gucken wir doch jetzt mal eben. Also, ich habe ja gehört. So, pass mal auf. Jetzt machen wir folgendes. Ich habe ja gehört, dass eine gute Bekannte in Flusswald angekommen sein soll. Und da gucken wir jetzt mal eben hin, ob die denn tatsächlich da ist. Dann schauen wir mal. Ob die gute Bekannte wirklich da ist. So. Man sagt, Ulfrecht Sturmmantel habe den Großkönig getötet. Sagt man das? So, was haben wir denn hier? Ne, hier glaube ich nicht. Papa sagt, dass ich zu nett zu Fremden bin. Sagt der Papa das? Aber ihr scheint in Ordnung zu sein. So. Dann schauen wir mal, ob die gute Bekannte hier in Flusswald angekommen ist. Braucht ihr etwas? Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, das Kaiservolk. Also gut. So. Auf die Jugend, auf unsere Zeit. Hallo? Denn Kämpfe sind bald schon Vergangenheit. Hm.
Instrumente la de und alles. Gerade wurde es angezeigt, aber dann war es wieder weg. Was machst du denn da, Erenil? Das soll doch wohl kein Tanz sein, oder? Wir streiten und kämpfen. Schaut mal da. Leben lang und kommt unser. Es wird angezeigt, dass Triss hier ist, aber die ist unsichtbar. Warum ist die unsichtbar? Es ist ein schöner Tag, wenn ihr in der Nähe seid. Kommst du mit? Geht voran. Es wäre aber auch schön, wenn du mal sichtbar wärst. Dann könnte ich auch mit dir reden. Machst du dich mal irgendwann wieder sichtbar? Triss? So, Erenil? Triss, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da. Also ich glaube nicht, dass das so... Ist das so gewollt? Ich gebe euch Deckung. Ja, aber ich wäre schön, wenn ich dich auch sehen könnte. Mal gucken. Was habt ihr denn für spezielle Fähigkeiten? Einhand, Zweihand, Magie, Veränderung, Zerstörung, Beschwörung. Okay. Magie 25. Aha. Okay, aber was nützt du mir, wenn ich dich nicht... Ihr geht vor, ich folge. Ja, aber vielleicht bist du ja draußen sichtbar. Mal gucken. Vielleicht bist du ja nicht... Vielleicht bist du ja draußen sichtbar. Nur nicht hier drin. Hallo, Triss? Wo bist du? Was? Hallo, Triss? Triss? Ja? Also... Die Triss ist zwar irgendwie da, aber nicht sichtbar. So, wo stehst du denn jetzt, Triss? Erenil, das ist was, oder? Da stehst du. So, Triss. Ich gebe euch Deckung. So kann ich aber leider nichts mit dir anfangen. Du bist ja nicht sichtbar. Okay, dann geh wieder. Ich bin zu Hause, falls ihr mich sucht. Ja. Das wäre zu schön gewesen, wenn das geklappt hätte mit der Triss. Aber da muss ich noch mal schauen, ob ich da noch eine bessere Mod finde, dass die Triss uns richtig folgt und die auch sichtbar ist. Ja gut, dann hauen wir jetzt enttäuscht wieder ab nach Hause. Also, das wäre ja zu schön gewesen, wenn die Triss Merigold hier gewesen wäre. Sie war ja da. Aber sie war unsichtbar. Egal. So, jetzt fahren wir nach Hause und machen Folgendes. Wir entzaubern mal alle Klamotten, die wir so haben. Lass mich mal da bitte rein. Dass du auch direkt vor der Tür stehen musst. Warum machst du sowas? Jetzt gucken wir mal, wir wollen ja unseren Zauber auch mal aufleveln. Dann gucken wir mal, ob wir nicht mal ein paar Sachen entzaubern können, was uns dann später mal irgendwie weiterbringt. Mal schauen. So, dafür müssen wir hier zu diesem Gerät. So. Verzaubern. Wähle einen Gegenstand zum Zerstören aus, um dessen Zauber zu erlernen. Oder kombiniere einen Gegenstand, eine Verzauberung und einen Seelenstand, um einen magischen Gegenstand herzustellen. Verzauberung, ein Gegenstand und ein Seelenstand. Okay, dafür brauchen wir also die Seelensteine. Jetzt möchte ich aber erstmal hier diese Robe, ja. Das möchte ich erlernen. Möchtest du den Gegenstand zerstören, um die Wirkung zu erlernen? Ja. Was habe ich jetzt erlernt? Du hast die Magiker verstärkt, Verzauberung erlernt, indem du den Gegenstand zerstört hast. Magiker
Regenerierung verstärken. Okay. Oh. Was haben wir denn hier? Ist das auch verzaubert? Sieht nicht so aus. So. Die Kapuze, die ist aber verzaubert. Möchtest du den Gegenstand? Ja. Okay, ich habe wieder was gelernt. So, Verzauberung verbessert auf 17. Das ist toll. Aha, Novizenrobe der Zerstörung. So, sonst ist hier nichts. Sonst ist nichts verzaubert. Okay. Sonst ist nichts verzaubert. Das ist in Ordnung. Das ist erstmal in Ordnung. Okay, pass auf. Da machen wir jetzt Folgendes. Wir haben ja hier die Püppchen stehen. Aber die kann man nur ausrüsten, wenn man das auch anzieht. Also man kann das selber anziehen und dann kann man der Puppe das... Das ist mir jetzt zu aufwendig. Und deswegen... Ach, guck mal, hier habe ich auch noch zwei Sachen, die ich... von denen ich den Zauber lernen kann. Dann nehme ich die. Und der Rest... wandert jetzt in die Truhe für schlechte Zeiten. Da ist auch noch mal das ist auch verzaubert. Hier ist noch so viel verzaubert, aber anscheinend kann ich die Zauber alle schon. Das ist ja. Moment. Ich gehe noch mal hier zu dem arkanen Verzauberer. So. Zeig mal, was ich noch lernen kann. Seht ihr nichts? Ja. Okay. Okay. Oder ich kann tatsächlich hier alles, was hier... Warum hier dieses Verzauberungssymbol dran, nicht dran ist, hat mich gewundert. Aber ich kann das alles hier... lernen. Okay, ja, dann machen wir das. Dann lernen wir das jetzt hier alles. So, und davon lernen wir jetzt auch was. Und davon lernen wir auch was. So, Pelzschild ist auch verzaubert. Das wollen wir auch lernen. Das ist auch... Ja, wollen wir auch lernen. Okay, so langsam kommt man dahinter. Auch das Diadem. Eisenstiefel. Okay. So, das war's. Jetzt haben wir einiges gelernt. So. Wie und warum sieht es denn mit Büchern aus, die ich hier noch reinstellen kann? Da haben wir auch noch einiges. Das haben wir. Ne, die Schriftrolle der Alten natürlich nicht. Okay. So, dann haben wir ein paar Bücher. Sind wir losgeworden? Gut. So, um deine Klamotte kümmern wir uns in der nächsten Folge. Ich würde sagen, wir machen erstmal Schluss. Haben wieder viel organisiert und viel getan und gemacht. Muss auch mal sein. Tut mir leid. Hoffentlich seid ihr nächstes Mal wieder dabei. Bis dann, euer Zappe.